Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempelt. Heute möchte ich euch ein besonderes Set aus unserem früher Sommerkatalog vorstellen. Entschuldige mich meine Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich wollte euch doch ein kleines Video bereitstellen. Okay, ja, wie mir hier aussieht, links diese Karte. Die habe ich nochmal eine Karte auf der Karte draufgesetzt. Gerade mit diesen schönen Rahmen und Bluten sehen kann. Und rechts von mir sind die Stamping Blends, die ich eingesetzt habe. Ihr könnt aber auch, und da sind ja immer diese Blätter und die Punkte und so weiter, kann man auch alles abstempeln. Also das ist man ganz frei in der Gestaltung, ob man es abstempelt oder ob man es ausmalt. Auch die Balken, die hier sind, kann man dann auch noch stempeln. Überall. Dann gibt es das Ganze in Englisch, aber es ist auch sehr schöne Begriffe. Thank you ist ja Dankeschön, das können wir alle. Und die anderen beiden geht einfach um Liebe. Und sie leben glücklich bis an ihr Ende. Das hört man immer wieder auch am Film, bei den Filmen und so weiter. Aber gut, darum geht es jetzt nicht ganz so. So, was ich hier noch gemacht habe, sind die Blüten dann nochmal ausgeschnitten, was man stampfen kann und innen drin. Auch noch eine kleine Botschaft, eher schlicht gehalten, aber mit so Kreise. Genau. Und wie man hier sehen kann, kommt so ein bisschen die Farbe durch von dem Tempelblend. Da müsst ihr gucken, dass er nicht zu viel da drauf malt oder halt noch ein extra Blatt drauf setzt. Ja, ich habe es mit zwei verschiedenen Farben abgestempelt. Ja, auch. Da wollen wir einfach mal so ein bisschen arbeiten. Ein paar Sachen habe ich vorbereitet. Und zwar von unserem Holzdekor habe ich ein Papier vorbereitet. Das ist das Maß. Ja. Auf jeden Fall 10 cm breit. Und das muss man ganz kurz sagen. Aber wir können auch messen. Ja, genau, das ist ungefähr zwischen ungefähr 14 cm, nicht ganz, so dass ihr rundherum einen kleinen Rahmen habt. Ja, mal gucken, ich habe es ungefähr 6 mm weniger geschnitten. 5 bis 6 mm weniger, dass man sich dann absteht. Okay, das weiße Teil, das ist das hier, das ist 15 mal 9 cm und 7,5 dann nachher gefalzt auf dem Teil. Und dazu müssen wir natürlich auch noch das Teil dafür haben. Ich habe den Schwarz genommen. Anlegen und sauber. Leicht mal. Okay. Ja. Was wir nämlich machen müssen, wir müssen das Teil ein bisschen trocknen lassen, sonst verwischt sich die schwarze Farbe. Und dafür habe ich die Blüte, einmal die da oben hinkommt, und die habe ich schon vorbereitet, dass wir die dann erstmal ausschneiden. So, die beiden haben wir dann schon. Dann nehmen wir eine Karte. Das ist das halbe von A4 und dann auch nochmal da in der Mitte gefalzt. Und das werden wir uns jetzt da drauf setzen. Es ist ja so, dass wir hier so ein bisschen die Rille drin haben. Von unserer. Von unserem Ziegeln, die hier durchkommen, drückt sich das ja durch. Und wenn man es jetzt ganz flach und feste auflegt, ist es ja schade, dann kommen die Rillen nicht mehr raus. Einfach nur so ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Form nehmt. Ich habe den ganzen Bogen reingelegt.
dann müsst ihr schauen, okay, wenn ihr das nach oben haben wollt, mit den Rillen nach unten gedrückt, dann ist es ganz wichtig, dass es dann auch so unten rein liegt. Das heißt, ich drücke von oben die Rille, die erhaben ist, drücke ich nach unten durch, sodass ich dann auch die rechte Seite so wie hier oben habe. Ja, dann habt ihr das Zeichen Stamping Up hier nach oben hin. Okay, ein bisschen drauf achten. So, jetzt möchte ich nicht unbedingt die dreidimensional nehmen. Dann könnt ihr statt Abreißklebeband nehmen und setzt es dann mehrmals zweimal übereinander. So, also ihr habt eine dreifache Lage. Und legt es dann dazwischen. So. Müsst ihr dann nur abziehen. Und da draufsetzen. Klebt ja gut, das lässt sich dann nachher so abziehen. Wenn ihr mehrere Stellen braucht, schneidet es einfach ab. Und setzt es dann genau dazwischen. Ja, und dann so rum oder so rum, wie auch immer ihr das haben wollt. Und auch den Strich da oben. So. Okay. So. Ah. Da können wir uns dann. Innen drin habe ich ja einmal diesen kleinen und dann den anderen. Habe ich schon vorbereitet. Das ist die Größe 3 und das ist die Größe 4. Da habe ich dann den Rest genommen von der Seite, der ja abgeschnitten wird. Und hier habe ich einfach so ein Reststück. Und das werden wir jetzt stempeln, denn in der Zeit kann es noch ein bisschen trocknen. So, in dem Fall habe ich Osterglocke, aber genommen. Nicht den kräftigen Ton, sondern eher den hellen. So, einmal unser Teil. Die Möglichkeit ist, die Farbe mal draufsetzen. Lange. Und dann habe ich aber bei dem anderen habe ich Chili genommen. So. Das müssen wir nur noch aufstempeln. Da ändert sich dann jetzt nie ganz gleich, wenn man sieht, was wissen, aber es ist trotzdem schön. So, das eine. Dann brauchen wir noch den Gruß darauf. Das können wir schon machen. So. Dann habe ich auch den Chili Stamping Blend genommen. Bei meiner Karte habe ich beide genommen, den hellen und den dunklen, aber das kann man dann gar nicht mehr so gut erkennen. Und wir werden jetzt einfach nur das helle Rot nehmen. Und ich habe nur so ein bisschen dazwischen, nicht komplett ausgemalt. Ich mag das, wenn das auch ein bisschen weiß noch mit drin ist. Aber das dürft ihr selber entscheiden. Mit Wasserfarbe müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil das Schwarz verwischt auch ganz leicht. Da kann man es auch bei den Stempelblättern sehen, da ist mir das passiert. Okay, dann nehmen wir na, vielleicht den hellen. Oh. Auch ein paar Blätter dunkel machen. Das Kleine fällt nicht ganz so doll auf. So. Und dann nehmen wir die Osterglocke.
Und für den Balken, den Seiten, da habe ich jetzt den Bronze genommen. Okay, das haben wir jetzt angemalt und dann gestempelt. Jetzt kommt unser Band dazu. Und da habe ich das ganz schmale genommen in Olivgrün. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wollt ihr das ganz außen drum haben oder halt unten innen drin zum Teil. Da habe ich dann mit der Zange Löcher reingemacht. Stamping Up hat diese Stand zwar nicht mehr, aber es gibt mit Sicherheit noch andere Firmen, wo ihr das bekommen könnt. So, das ist zur Stellung, von der Höhe her gleich ist. Zieht es euch dann durch. Einer oben, einer unten. So. Und das ist ungefähr zwischen 35 und 40 cm habe ich genommen, dieses Band. Aber da könnt ihr gucken, ist es wirklich das, was ihr wollt an der Länge, ja. Manchmal ist es leichter, dann wirklich einen Knoten zu machen. Eine Schleife zu binden, so muss ich sagen. Genau, dann nimmt er die kleinen Dimensionals. Platziert euch die Karte drauf. Von innen noch die anderen. Mit dem Abreißband. Das habe ich nicht ganz so stark gemalt und so ist es jetzt nicht mehr ganz so intensiv, ne? Also da, das hilft auf jeden Fall. Da könnt ihr überlegen, ob ihr euch in Dimensionalen drauf macht oder nicht. Das sind dann schön in die Ecke. Und den anderen unseren kleinen Spruch. Eine Schleife binden, so dass die nach oben sind. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Vielleicht etwas größer das Loch. Genau, wenn ihr dann ein bisschen mehr habt, könnt ihr den Rest abschneiden. Das war es einmal wieder bei Simone Stempel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Etwas Kleines, Feines. Und ja, gerne schaut doch einfach auf meinem Blog vorbei bei Simone Stempel. Und ich freue mich, euch beim nächsten Beitrag wiederzusehen. Bye, bye.